Ja, hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Marion von Marions Kreativland. Ich habe noch mal eine Kooperation für euch und zwar diesmal mit One Day Saving.com. Hatte ich ja schon mal eine Kooperation und die haben mich gefragt und ich habe gesagt, ja, ich mache noch mal eine Kooperation mit denen und ja, und habe mir da ein paar Diamond Painting Bilder ausgesucht. Ich glaube, jetzt reicht es auch erstmal mit Diamond Painting. Möchte ja auch nicht so viel bestellen und komme dann nicht hinterher. Also, die Seite ist wie gesagt www.onedaysaving.com. Es gibt einen 5%igen Rabattcode unter marions05off. Bekommt ihr 5% auf euren gesamten Einkauf. Und was ich mir ausgesucht habe, das zeige ich euch. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Webseite. Und ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Ich fange mal mit den größten an. Das finde ich mega schön. Ich habe einfach mal gedacht, Marion, trau dich. Ich fand es so schön. Und zwar ist es dieses tolle Bild. Ich kriege das gar nicht unter die Kamera. Auf jeden Fall Federn. Sehr schön hier die Farben und da sind zwei Schiffchen bei und sogar ein großes von dem Wachs. Fand ich mega schön. Ich zeige euch auch mal, wie das in so sieht das. Opa, Ständer brauchen wir nicht. So sieht das aus. Ist das nicht wunderschön? Da habe ich gedacht, Marion, das nimmst du und hoffe, dass ich es schaffe. So, das war Bild Nummer 1. Dann habe ich etwas für meine Alben oder eventuell werde ich es auch das nächste vielleicht verlosen. Aber das hier brauche ich für meine Babyalben. Und zwar ist das ein kleiner, niedlicher Bär. Hier sieht es jetzt ein bisschen unspektakulär aus, obwohl von mir sieht es, kann man es kaum erkennen, in der Kamera super. Deshalb frage ich euch immer, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und dann habe ich aber gesehen, dass in der Kamera gut erkennbar ist. Ja, die Farben brauche ich euch ja nicht zeigen, das Schiffchen natürlich auch wieder. Und das sieht fertig so aus. Richtig süß. Farben gefallen mir mega gut. Es ist ich habe die Größe gar nicht gesagt von dem Großen. Jetzt sage ich euch erstmal hier, das ist genau 30x30. Finde ich mega cool, wenn ich die großen Alben mache. Da passt das wunderbar. Und das hier ist 80x40 cm. Also recht groß. So, jetzt kommen wir zu dem dritten Bild. Und das ist ein Winnie-Pooh-Bild. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das auch für Alben benutze oder ob ich das eventuell verlose, wenn One Day Saving damit einverstanden ist. Ist auch 30x30, ganz tolle, kräftige Farben und aussehen tut es so. Richtig toll. So, jetzt zeigen wir noch mal kurz, ja. Farben natürlich wieder Schiffchen, ist klar. Jetzt zeige ich euch noch mal den Shop. Heute habe ich ein bisschen bessere Empfang. Das ist immer manchmal. Ich habe schon mal das abgedreht und so. Das ist jetzt die Website und da kann man schön schauen, was man braucht. Neue Ankömmlinge, Diamond Painting, Cross Stitch. Dann hier so Tools, die man hier kann man das einstellen. Das steht jetzt auf Englisch. Da machen wir jetzt mal Deutsch. Na komm, so. Da warten wir einen Moment. Hier auch mega schöne Diamond Painting Bilder. Also ich muss jetzt, wie gesagt, erstmal meine fertig machen. So, und jetzt haben wir hier zu Hause Neuankömmlinge, dann Diamantmalerei, dann Kreuzstich und weitere Verbindungen. Ich nehme an, weitere Artikel. Ja, und dann kann man da draufklicken, ne? Logisch. Und dann zeigt er einem hier die Neuankömmlinge. Ach, ist auch super schöne Schlüsselanhänger. Oh, die hätten mich auch interessiert. Die sehen ja cool aus.
der auch so ein England-Fan ist. Guck mal, die sind auch richtig, richtig schön. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ist neu. Gut, also das ist die Website. Also ich verlinke euch natürlich die Artikel unten, die Links dazu und die Webseite. Schaut gerne mal da rein. Also wer Diamond Painting liebt, findet auch hier sicherlich irgendetwas. Und nicht vergessen den 5%igen Gutschein unter Marions05 auf. Lasst euch den nicht entgehen. Schaut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich muss mal schauen, was ich da mache, ob ich eventuell dann die Verlosung starte oder ob ich ein Bild fertig zeige. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen sonnigen Tag, meine Lieben. Bleibt gesund. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss.